Bilder seit Jahren so nicht gesehen, vielleicht noch nie gesehen, wer heute jung ist. Erinnerungen. Die Fahrt im Schnellaufzug ins Café. Früher, als der Fernsehturm noch 200.000 Gäste pro Jahr hatte, war man in 25 Sekunden oben. Jetzt geht es langsamer. Hier hat es niemand mehr eilig, hochzukommen. Vor 22 Jahren warfen die letzten Besucher diesen Blick auf Dresden. 22 Jahre Hoffnung auf eine Wiedereröffnung mit wilden Spekulationen, Stadtratsbeschlüssen, Bürgerinitiativen. Immerhin sendet er noch, der Turm. Fernsehen für Dresden, Radio aus der großen weiten Welt. Dass er schon so lange geschlossen ist, schmerzt viele Dresdner. Es war ihr Turm und es gibt so viele Erinnerungen. Das war Standardprogramm mit dem Besuch zum Fernsehturm, ne? Alle die. Das war schon ein Highlight. Dieses Unikat hat sich eben dann in die Köpfe eingeprägt und ist damit zum Denkmal geworden. Dieser Fernsehturm drin, das ist schon was Einmaliges und sucht seinesgleichen in Deutschland. Aber es ist fast symbolisch, wie er da ist. Im Nebel, man hört und sieht nichts mehr von ihm. Der alte Zugangsweg für die Besucher. Die Natur erobert ihn zurück. Dornröschenschlaf. Der ehemalige Eingang ist fest verschlossen. Ganz anders in den 60er und 70er Jahren, der Hochzeit der Fernsehtürme. Dresden, das Tal der Ahnungslosen, kriegt damals noch wenig mit von der großen weiten Welt, noch nicht mal von der sozialistischen. Es wird Zeit für den Turm. 1969 wird er eröffnet. Das DDR-Fernsehen würdigt dieses Ereignis wenig euphorisch, dazu später mehr. Ein besonders gelungenes Ensemble bildet der Fernsehturm auf den Höhen von Dresden. Wie selbstverständlich wächst er aus dem Berghang. Mit seiner Höhe von 252 Metern ist er zum neuen Wahrzeichen Dresdens geworden. Ein neues Ausflugsziel der Dresdner. Moderne Architektur und Technik, wie sie zum Alltag in unserer Republik gehören. Fernsehen, das neue Medium, das die Leute in Ost und West fasziniert. Abendserien werden zum Straßenfeger. Unterhaltung und Ideologie, Brot und Spiele für alle. Es tobt der Wettkampf um das spannendste Programm, aber auch um den schönsten Turm. Im Westen wie im Osten wollte man das Fernsehen verbreiten, dass möglichst die gesamte Bevölkerung das Fernsehen empfängt und auch die Botschaften natürlich aufnimmt des Fernsehens. Es gab den Wettbewerb, einen Systemwettbewerb, und dieser Systemwettbewerb war so ausgestaltet, dass man im Westen entlang der innerdeutschen Grenze Fernsehtürme gezielt errichtet hatte, um das Gebiet der DDR zu versorgen mit dem sogenannten Westfernsehen. Über 90% der DDR-Bürger konnten tatsächlich Westfernsehen empfangen. Nun wollte die DDR darauf reagieren und sie hat darauf reagiert, sehr stark verzögert und hat Fernsehtürme dann geplant, zum einen in Dresden und in Berlin. Der Berliner Fernsehturm war das Außergewöhnliche, weil er war das höchste Bauwerk von Gesamtdeutschland mit damals 365 Metern. Der Turm in Dresden und in Berlin waren in etwa zum gleichen Zeitpunkt fertig und sollten eröffnet werden. Der Berliner Fernsehturm hatte dann das Recht bekommen, zuerst eröffnet zu werden, weil er zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR eröffnet wurde. Eigentlich war der Dresdner Fernsehturm vorher fertig und hätte eröffnet werden können. Wieder einmal hatte Berlin die Nase vorn. Ab 18. September sendet der Dresdner Turm, aber gefeiert wird in der Hauptstadt. Das war Öl ins Feuer der sächsisch-berlinerischen Dauerfehde. Gerade mal der Postminister war zur Eröffnung in Dresden, das war's. Dagegen Pomp und Prominenz für den Telespargel in Berlin. Der Westen baut seine Türme entlang der Grenze und versorgt den Osten so mit Dalli Dalli, Rudi Carrell und der Tagesschau. Nur das Elbtal und Vorpommern bleiben unerreichbar. Dort wachsen seltsame Antennenwälder auf den Dächern. Mit dem neuen Dresdner Turm will die DDR auch zeigen, was die im Westen können, können wir hier schon lange und besser.
Im Westen hatte sich ein Stil des Baus von Fernsehtürmen herausgebildet, der insbesondere durch den Erfinder geprägt war. Im Osten hat man sich gezielt von diesem Stil abgesetzt, einmal in Dresden und zum anderen in Berlin mit der Kugelform und in Dresden eben mit dem Sektkelch. Ein Standort wurde gesucht, einer, von wo aus das spektakuläre Bauwerk auch gut zu sehen war. Wachwitz am nordöstlichen Stadtrand, 120 Meter über der Elbe, 6 Meter tief im Lausitzer Granit, wurden hier 7300 Tonnen Beton und Stahl verankert. Architekt Kurt Nowotny hatte ganze Arbeit geleistet. Für immer neue Herausforderungen fanden die Ingenieure immer neue Lösungen. Wie diesen Stoffballon, der die Bauarbeiter im Winter schützen sollte. Nicht alle Ideen funktionieren. Schwierigstes Problem, der Turm musste auch bei Orkan ruhig stehen. Doch die Statiker hatten rund einen Meter Schwankungen berechnet. Wie bekam man das Bauwerk stabil? Die Lösung fand der damalige VEB Brücken und Stahlbau Dresden, heute SBS. Mit einer cleveren Technologie direkt in der Antennenspitze. Im Archiv der Firma liegen die alten Zeichnungen dazu noch heute. Wir haben hier mit dem sogenannten Tilgerpendel zu tun. Das ist eine Einrichtung, die immer dann zum Tragen kommt, wenn also starke Böen, starker Wind ist. Ein Turm oder auch Gebäude benötigen solche Einrichtungen, um diese Schwingung abzubauen. Ja, und das Ganze befindet sich im Dresdner Fernsehturm, wie auch im Berliner, in der Spitze. Es sind knapp 2 Tonnen, die an Stahlseilen innerhalb der Spitze aufgehangen sind. Und an diesen runden Stahlteil sind also 4 Dämpfungselemente befestigt. Und wenn der Turm ins Schwingen gerät, dann werden praktisch diese Schwingung über die Stoßdämpfer in der Regel mit hydraulischen Elementen gedämpft. 50 Jahre sind vergangen. Viel Zeit. Aber es könnte noch jemanden geben, der damals dabei war. Einen finden wir, Götz Rodig. Er hat 1967 das Tilgerpendel in der Antenne mitkonstruiert. Wir zeigen ihm seine alte Zeichnung. Der Turm sollte ja nach Schwingungsgutachten schon ganz gewaltig ausschlagen. Und wir sind also bei wirklich Sturm oben gewesen. Es war ungefähr 30 cm Amplitude. Es ist also, Sommer der Schwingungstechniker hat sich offensichtlich auch ein bisschen warm angezogen. Ich meine, wir kannten das Gerät ja und da haben wir uns schon getraut, mal die Knie anzulegen und das aufzuschwingen. Mal sehen, was passiert und na gut, heute hat der Turm ein bisschen geschwankt. Aber die Holzleitern in den Plastzylindern unten, die klappern dann sehr laut. Wer da oben baut, muss vielleicht einen Tick verrückt sein. Eigentlich war es verboten. Das war die Zeit, als der Kunststoffzylinder noch nicht drauf war, sondern nur der stählerne Antennenträger. Und da sind wir mal da hochgestiegen und verbotenerweise war meine Frau mit. Wir haben uns da oben hingesetzt und gefrühstückt. Ganz oben? Ganz oben. Inzwischen ist eine neue Antenne drauf, aber auch mit Tilgerpendel. Etwas Besseres hat die Technik noch nicht erfunden. Aber geschwankt hat er trotzdem, der Turm, wie uns später erzählt wird. Ein Tor, ein Zaun. Zutritt heute nur für Befugte. Und das ist nicht mehr jedermann. Geplant war das anders. Restaurant, Terrasse, Kiosk, ja sogar eine Seilbahn, die vom Elbufer hinaufführen sollte. Es wurde nie umgesetzt. Luftschlösser. Genauso wie das Hotel und die Sportanlagen. Egal, der Clou in Dresden war das Café in 140 Metern Höhe über 2 Etagen. Die Hellerauer Werkstätten hatten ganze Arbeit geleistet. Und die Aussichtsplattform im Freien, ohne sichere Glasscheibe, war Nervenkitzel pur. Das gab es in Berlin nicht. Das Mädchen auf der Aussichtsplattform, das 2-mal im Jahr zu Besuch kam, ist heute Wahldresdnerin. Aber damals, vor 40 Jahren, kam sie aus Brandenburg zu Tante Christa und Onkel Martin. Das muss ich dir zeigen. Du hast eine Haarpracht. Na, und was? Jetzt bitte weniger. Ja, alt war ich denn da? 8 oder 9? Fester Programmpunkt, Eisessen auf dem Fernsehturm. 73. Ja, da stand er noch. Eine Speisekarte habe ich noch gefunden. Ist da etwa das Pittiplatsch-Eis drin? Oh, zeig mal, das muss ich mal gucken. Na? Das war ja mein liebstes Eis. Oh, ja.
Da steht's ja. Eisbecher Pitti Platsch. Na. Na, weil es eben da dieses Eis gab mit den Schneiderinchenfiguren und den Pitti Platsch Figuren, wollte ich Kellnerin auf dem Dresdner Fernsehturm werden. Das war mein allererster Berufswunsch, weil die Kellnerin, die hatten auch so ein Häubchen auf und eine weiße Bluse und einen schwarzen Minirock, glaube ich, ja, und dann so eine gestickte Schürze. Ja, ja. Und die sahen super aus, die Kellnerin, und die liefen immer mit diesem Eis rum und mit den Figuren, die mir gefallen haben. Und deswegen habe ich gedacht, das möchte ich mein Leben lang machen. Ja. Die sammle ich mal. Und deswegen wollte ich gerne, aber nur auf dem Fernsehturm. Also woanders hätte ich nicht Kellnerin werden wollen. Wenn ich auch die Bilder sehe, was ich da anhabe, kann ich mich erinnern, das war so ein dunkelblauer Präsent 20 Anzug. Also da machte man sich immer total schick. Die Dresdner wussten, was sie ihren Gästen schuldig sind. Das war Standardprogramm mit dem Besuch zum Fernsehturm, ne? Alle, die. Das war schon ein Highlight. Onkel Martin, damals Prüfingenieur, hatte sogar selbst Hand angelegt am Turm. Genauer gesagt, am 4 Meter hohen Gipsmodell. Und dann wurden die entsprechenden Kräfte, die auf dem Fernsehturm hier oben wirken, Wind und das Eingewicht, wurde das nachvollzogen. Und dann haben wir hier mit Messstreifen hier diese Kräfteverhältnis in dem jüngsten Teilabschnitt dieses Schaftes dann gemessen. Es war also sehr waghalsig in der damaligen Zeit, so eine Verjüngung hier oben zu machen. Man trifft kaum einen Fernsehturm, der diese Verjüngung in diesem Schaftgröße hat. Und deswegen ist das ja unser Champagnerglas nach wie vor hier in Dresden. Ja. Kellnerinnen, Eisbecher, Kaffeeduft, vorbei. Heute diktieren Brandschutzvorschriften die Inneneinrichtung. Alles sicher, vorschriftsmäßig, auf das Wesentliche entkernt. Nur noch wenig, was an die alten Zeiten erinnert. Die alte Eingangshalle. Früher mit großen Glaspanoramafenstern. Seltene Bilder. Seit vielen Jahren war hier niemand mehr. Ahnt man die langen Schlangen an den Aufzügen? Hört man noch das Alugeld in den Kassen klimpern? 3 Mark pro Erwachsener, 2 Mark ermäßigt, 5 für die Familie. Kulturveranstaltungen mit DDR-Prominenz. Ein Höhepunkt für die Besucher. Wir hatten selber viel Spaß und Freude. Die Hemden sind übrigens wieder modern. Ja, ich habe manche Mucke neben meiner volkskünstlerischen und späteren beruflichen Arbeit bei der Herkuleskeule nebenbei gemacht. Und habe aber damals die 20% Steuern abgeführt und hatte noch keine Beziehung nach der Schweiz. Da kann ich mich noch gut erinnern. Ich sehe hier Hans-Joachim Wolfram. Oh ja. Wir haben da ein einstündiges Programm zusammen gemacht. In der DDR gab es ja die, ne, gibt es ja jetzt noch, die Jugendweihe. Ich glaube, ich habe dort eine Festrede zur Elternweihe gehalten. Liebe Elternweihe-Teilnehmer, Sie haben sich entschlossen, erstmals oder noch einmal den Grundstein für einen neuen DDR-Bürger zu legen. Oder, ja, so ging die Nummer los, kann ich mich erinnern. Das war ewig her, über 25, 30 Jahre. Nostalgie mischt sich in die Erinnerungen. Mit dem Fernsehturm verbindet sich für mich natürlich ein bisschen Jugend. Besuche mit der Familie oben. Mit dem Westbesuch hatte man einen Überblick über dieses kleine Oststädtchen. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, ich würde gerne mal da oben sein und wieder runter gucken. Ja. Wolfgang Stumpf spricht auch anderen aus dem Herzen. Der Bau und die Fertigstellung eines der Wahrzeichen von Dresden und speziell des Elbtales, des Dresdner Fernsehturms, lag in einer Zeit, als ich mit Kinderbeinen am Körnerplatz und drumherum unterwegs war. Natürlich war das Bauwerk für mich als technisch interessierten Jungen vom höchsten Interesse. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass der Baufortschritt und weitere Details in jugendfreien Zeitschriften seiner Zeit veröffentlicht und von mir eifrig studiert wurden. Ingenieur Achim Janasch hat seine Kindheitserinnerungen in einem Buch festgehalten.
Man muss sich ja vorstellen, man war ja nicht in einem Gebäude drin, sondern man war auf einer Aussichtsplattform draußen, wo dann natürlich auch bei der Höhe ein erheblicher Wind wehte, machte die Eindrücke natürlich noch viel lebhafter. Und wenn man halt von 170 Metern von der Plattform in etwa da runterschauen kann, das ist natürlich wirklich ein Erlebnis, was ich auch heute noch vor Augen habe. Eisgeschmack auf der Zunge, Kribbeln im Bauch. Unvergesslich. Sicher belegbar ist jedoch mein mulmiges Gefühl in der Magengrube, als ich dann endlich mit einem der Fahrstühle in lüftige Gefilde oberhalb des Elbhanges fahren konnte, um eine grandiose Aussicht zu genießen. Für den noch nicht einmal Teenager ein unfassbares Erlebnis. Die Limonade im Turmcafé diente lediglich der Umrahmung. Übrigens stellte auch die Abfahrt im Lift an mein Verdauungssystem höchste Anforderungen. Zum Glück gab es Toiletten hier oben. Man erahnt sie noch. Die ehemalige Küche. Gut erkennbar, wo die Herde standen und wo der Koch die Eisbecher füllte. Thomas Ludwig tat das bis zuletzt. Er kochte im Turmcafé. Klare Ochsenschwanzsuppe, Soljanka, Kaffee natürlich. Heute bekocht er manchmal seine Mitstreiter vom Fernsehturmverein. Als der 2004 gegründet wurde, war klar, Ludwig macht mit. Er steckt voller Erinnerungen und Geschichten. Wir haben das Gebäck vom Café Toskana bekommen, in 6, 7 verschiedenen Ausführungen. Tetertorte, Nougat-Torte, Obsttorten, Kuchen, Gebäckstangen, alles was es so gab, Käsegebäck. Und die anderen waren, die wurden alle im Keller, in Lagerräumen, die hatten wir dort angemietet mit, gelagert. Und danach mussten wir auch zwischendurch, weil ja nur oben ganz, ganz wenig Platz war, auch sehr oft mal runterfahren. Da musste Schlagsahne nachgeholt werden, da musste Gebäck aufgefüllt werden oder was auch immer, Fleisch geholt werden, irgendwas. Ja, da war man eigentlich immer in Bewegung. Schön war's, aber nichts für Leute mit schwachen Nerven. Er wackelt ja übrigens, das ist noch eine Geschichte. Also wir haben im Bereich bis zum Kaffee nach allen beiden Seiten 40 cm der Turm geschwankt. Und wenn dann die Türen von alleine aufgehen, also das ist auch schon komisch. Sie laufen dann wie auf dem Schiff, die Beine werden immer breiter, dass sie zum Aufzug kommen. Also wir haben dann auch Mitarbeiter gehabt, die mussten wir runterfahren, die konnten gar nicht mehr. Dann das Ende. 1991 schließt das HO-Restaurant. Die DDR-Handelsorganisation ist 2 Jahre nach der Wende pleite. Das deutete sich eigentlich an, aber es wollte keiner so richtig wahrhaben, dass es wirklich schon so schlimm stand. Und das war dann, soweit wie ich zurückdenken kann, war es der 31.06. für meine Betriebe, wo dann die HO Sandtuch geworfen hatte. Und dann ging ja alles in Hände der Treuhand. Und wir haben dann dort noch versucht, in einer sogenannten Fernsehturm Dresden GmbH nochmal eine Chance zu bekommen, weiterzumachen. Und uns wurde aber dann am 31.12. des Jahres, war dann wirklich der letzte Tag, und dann war zu. Wir waren noch ein kleines Team, das war mit der letzten Jahr. Wir waren 6, 7 Mann, ich habe den Schlüssel noch da, ja. Wollte keiner mehr haben. Und da habe ich ihn mir mitgenommen. So viele Geschichten. Dass es keine neuen geben wird, ist für ihn schwer hinnehmbar. Thomas Ludwig hat seinen Job geliebt. Andenken an längst vergangene Zeiten. Denn nachdem die Deutsche Telekom den Turm übernommen und für eine erste Sanierung geschlossen hatte, bleibt er fürs Publikum zu. Neue bundesdeutsche TÜV- und Brandschutzvorschriften kamen und immer mal Investoren, die sich für das Café interessierten. Doch niemand kam mit den nötigen Millionen und einem schlüssigen Konzept. Der Fernsehturmverein wollte nicht aufgeben. Briefe an Politiker und 7000 Unterschriften für eine Wiedereröffnung. Man ließ nichts unversucht. Wir haben an die Kanzlerin geschrieben, wir haben an unsere Bundespräsidenten geschrieben, die wir in letzter Zeit hatten, wir haben an die Landesväter geschrieben, über Herrn Professor Biedenkopf, Herrn Milbrath bis zu Herrn Tillich. So, die haben auch alle geantwortet und in schönen Briefen uns alles Gute gewünscht und würden es auch begrüßen, wenn der Turm wieder geöffnet würde. Aber leider ist dafür die Stadt zuständig und die Stadt sagt, wir haben kein Geld. Tatsächlich, der Stadtrat lässt eine Wiedereröffnung des Turms prüfen. Herauskommt, kein Konzept, keine Infrastruktur, Kosten von 8 Millionen Euro. Der Verein sah den Tatsachen ins Auge. Also wurden die Ziele etwas verändert. Also was wir sehen können, dass wir in gewissem Sinne einen Kondensationspunkt bilden für Leute, die am Turm interessiert sind, auch für Zeitzeugen, die sich melden.
Das werden wir weiter pflegen. Wir haben ja auch hier diesen Internetauftritt mit den Dokumentationen. Das werden wir weiterführen. Und als Zukunftsprojekt, über das wir nachdenken, der Turm ist ja ein technisches Denkmal. Und da haben wir gedacht, da besteht ja die Möglichkeit, diesen Turm vielleicht einmal im Jahr zugänglich zu machen, im Sinne des Tages des offenen Denkmals. Dem Objekt der Sehnsucht ganz nahe kommen, da muss man sich heute schon etwas einfallen lassen. Wie Eberhard Mittag vom Fernsehturmverein. Seelenverwandtschaft zwischen Mann und Bauwerk. Ich bin am 7. Oktober 1952 geboren worden und der Turm wurde am 7. Oktober 1969 eröffnet. In dem Jahr war ich das erste Mal in Dresden mit meinen Eltern und da sind wir an dem Turm vorbeigefahren und ich habe dann 3 Jahre später hier in Dresden begonnen zu studieren und war dann ab und an auch mal mit der Freundin auf dem Turm. Hohe Bauwerke oder Türme faszinieren ja allgemein Menschen. Und man darf nicht dichter als 150 Meter oder 500 Fuß an solche Objekte heranfliegen. Er liegt vielen sehr am Herzen, der beinahe 50-jährige Turm. Die Telekom hat immer wieder betont, fände sich ein Investor mit dem nötigen Kleingeld, sie hätte nichts einzuwenden gegen Touristen. Bestandsaufnahme. Der Fernsehturm liegt weit ab von Dresdens Innenstadt. Eine halbe Stunde Autofahrt oder fast eine Stunde Busfahrt entfernt, mitten im Landschaftsschutzgebiet. Der frühere Parkplatz, zum größten Teil begrünt oder Baustofflager. Straße und Parkplatz müssten deutlich erweitert und vergrößert werden für die erhofften 300.000 Besucher pro Jahr. Und jeder müsste oben für 25 Euro Speisen und Getränke konsumieren. So die derzeitige Kalkulation für einen wirtschaftlichen Betrieb. Eine Fahrt mit dem Aufzug kostete damals 3 Mark. Heute müsste man das 5-fache in Euro kassieren. Ende der 90er Jahre hatte die Telekom mehrfach versucht, den Turm zu verkaufen, bot ihn auf in- und ausländischen Immobilienmessen an. Niemand wollte ihn. Ebenso wenig fand sich der Investor mit den 8 Millionen Euro, um den Turm so zu sanieren, dass er für Publikum geöffnet werden könnte. An einem Problem sind nämlich bisher alle Pläne gescheitert. Brandschutz. Seit dem Feuer im Moskauer Fernsehturm Ostankino im Jahr 2000, bei dem 4 Menschen starben, gelten hohe Sicherheitsvorschriften für solche Bauwerke. Im März 2013 wurde deshalb das Urgestein aller deutschen Türme, der Stuttgarter Fernsehturm, fürs Publikum gesperrt. Die Türme in Frankfurt-Main und Hamburg sind schon lange dicht. Nur der Berliner Telespargel hat eine Sondergenehmigung. Der Turm in Dresden erfüllt fast keine dieser Vorschriften. 750 Stufen Fluchtweg. Eine Treppe, nach den damaligen Richtlinien 70 cm breit gebaut. Heute sind 1,20 Meter Pflicht. Eine Außentreppe am Turm als Alternative? Schwer vorstellbar. Mit 6 Metern pro Sekunde sausten einst die Schnellaufzüge in nur 25 Sekunden nach oben zur Plattform. Heute gibt es nur noch einen Aufzug und der braucht fast 1,5 Minuten. Für das technische Personal des Turms völlig ausreichend, für 300.000 Touristen jährlich nicht. Und so wie die Kameraden der Berufsfeuerwehr es hier trainieren, will wohl niemand wirklich gerettet werden. Gerüchte gehen um, der Turm sei baufällig, total verkommen, leer und ungenutzt. Doch das stimmt nicht. Wir haben in der Zeit, seitdem wir den Turm 1991 übernommen haben, 3 wesentliche Modernisierungen durchgeführt. Zunächst von außen die Haut sozusagen erneuert des Turmes, um gegen Wind, gegen Schnee, gegen Wasser ihn zu schützen. Das war die erste Maßnahme in den 90er Jahren. Dann kam die Technik, vor allem die Sendetechnik, die wir modernisiert haben. Das markanteste war 2007 hier der Austausch der analogen Fernsehtechnik gegen digitale Technik.
Und jetzt in den letzten Jahren haben wir die Technik im Haus modernisiert, neuen Aufzug eingebaut. Der Turm wird regelmäßig inspiziert. Es gibt eine sogenannte Turmprüfung, die vorgeschrieben ist, was wir dort an Defiziten identifizieren. Das heißt, was die Gutachter dort identifizieren, wird dann durch Baumaßnahmen, durch Sanierungen wieder in Ordnung gebracht. Radio- und Fernsehsender, Mobilfunkanbieter, Sicherheitsbehörden und die Rettungsleitstellen nutzen heute den Turm. Fünf Techniker betreuen ihn und etliche weitere Sendeanlagen im Großraum Dresden. Wenn etwas defekt ist am Aufzug oder an der Befeuerung, kommt Matthias Rössler. Das dürfte wohl der luftigste Arbeitsplatz der Stadt sein. Hier sollte keine Schraube runterfallen. Den Überblick über die Sendeanlagen am Fuß des Turms hat Frank Lehmann. 11 UKW-Programme, DVB-T und digitales Fernsehen rund um die Uhr. Sendeausfall gibt es kaum noch. Wir befinden uns hier im Techniksaal des Fernsehturms Dresden, der zur Ebener Erde sich befindet. Dieses Teil ist ein Antennenschaltfeld. Die Fernsehantenne besteht aus zwei Halbantennen. Damit haben wir die Möglichkeit, im Havariefall, falls zum Beispiel durch Blitzschlag oder ähnliche Unbilden uns eine Antenne kaputt geht, mit einer Halbantenne die Versorgung weitestgehend gut weiter zu gewährleisten. Ich habe mal hier so einen kleinen Stecker vom Fernseher, einen Koaxialstecker. Bei uns sind die Dimensionen so. Einer der Hauptkunden des Dresdner Fernsehturms ist der MDR mit seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Betriebsdirektor Ulrich Liebenow hat auch nicht allzu oft die Gelegenheit, auf den Turm zu kommen. Die Technik läuft fast völlig wartungsfrei. Im Antennenfernsehen werden von hier aus die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender verbreitet, das heißt also ARD, ZDF, darunter sind natürlich auch alle Programme, die der MDR bereitstellt, die wir hier absenden. Im Hörfunk ist es die ganze Palette der privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme, die hier in Dresden und im Umland zu empfangen ist. Wir sehen hier auf der rechten Seite die beiden Sender, die für das Digitalradio auf diesem Turm in Betrieb sind. Das eine ist der nationale Multiplex, den wir hier sehen, das andere ist der Multiplex, in dem im Augenblick der MDR sendet. Und diese werden von hier aus bis zu 50 Kilometer weit in glasklaren Ton mit Zusatzdaten und anderen Inhalten verbreitet. Und das offenbar noch lange. Sorgen um den Zustand des fast 50-jährigen Turms macht sich der Funkturmchef jedenfalls nicht. Wir haben keine Angst, weil wir sehr sicher sind durch die Gutachten, die regelmäßig durchgeführt werden, dass er trägt und dass er stabil steht und dass er uns noch lange als Teil der Funkinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung steht. Vor 50 Jahren, 1963, begann sie, die Geschichte des Dresdner Fernsehturms. Die Stadt hat ihn gebraucht und geliebt und wird es auch weiter tun. Auch wenn es derzeit keine Aussicht auf diese Aussicht gibt. Gleich im Anschluss geht es von Dresden an der Elbe an die Elbdeiche bei Fischbeck. Dort gab es vor 8 Wochen die wohl spektakulärste Aktion gegen die Flut. Schiffe versenken. Die aufregende Geschichte jetzt. Bei Echt.